Liebe Damen und Herren, ich sage Ihnen ein herzliches Willkommen zur Teilnahme am digitalen Workshop-Tag zur Eucharistie. Papst Franziskus hat im vergangenen Jahr mit seinem Schreiben Desiderio Desideravi auf die Wichtigkeit liturgischer Bildung hingewiesen. Und wir wissen selbst auch darum, wie wichtig liturgische Bildung ist. Für Menschen, die der Kirche ferner stehen, die mit der Liturgie, vor allen Dingen auch der Feier der Eucharistie, gar nicht so vertraut sind, aber auch für Menschen, die einen tagtäglichen Umgang mit der Eucharistie haben, die wir dieses Geheimnis vielleicht sehr oft feiern. Auch wir brauchen Bildung, damit dieses große Geheimnis nicht zur Alltäglichkeit herabsinkt. Das Große, das Geheimnisvolle steht in der Gefahr, alltäglich zu werden. Und damit zu einem Ritus, den wir einfach nur noch so vollziehen oder an dem wir einfach so teilnehmen. Liturgische Bildung heißt, die Liturgie besser und tiefer zu verstehen, in ihren Formen, in ihren Vollzügen, aber es heißt immer auch Herzensbildung. Dieser digitale Workshop-Tag will beides miteinander verbinden. Die liturgische Bildung auf der einen Seite und die spirituelle und Herzensbildung auf der anderen Seite. Und ich darf Ihnen sagen, die Verbindung ist in diesem Workshop-Tag in wirklich guter Weise gelungen. Und deshalb bin ich denen, die diesen Tag veranstalten und verantworten, sehr dankbar, unserem Deutschen Liturgischen Institut in Trier, ebenso aber auch der Katholischen Akademie Dresden-Meißen und besonders Professor Marco Bernini, der Sie durch diesen Tag begleiten wird. Ich finde schön, dass die Materialien, die Ihnen im Laufe dieses Tages präsentiert werden, auch im Anschluss zur Verfügung stehen, damit Sie sie einsetzen können in den Gruppen oder Pfarreien, in denen Sie engagiert sind. Auf diese Weise können Sie das, was Sie selber an diesem Tag mitnehmen, auch in einen breiteren Kreis weitergeben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen inspirierenden Tag der Bildung und der Spiritualität und würde mich freuen, wenn dieser Tag dazu beiträgt, auch in Ihnen die Faszination und Liebe zum Geheimnis der Eucharistie neu zu entflammen.